Große Versprechen, so wollen Experten das Einkaufen in Zukunft noch leichter machen. So sind wir mit einer guten Flasche Rotwein am Abend zusammengesessen und haben gesagt, jetzt lass uns mal hirnen. Und rausgekommen ist eine ganz interessante Idee, die wir heute auf der Eurozis vorstellen. Am schlimmsten finde ich es persönlich im Baumarkt. Man verbringt wertvolle Lebenszeit damit zu suchen. Die richtige Abteilung, den richtigen Gang, das Regal und dann die eine bestimmte Schraube oder Mutter oder Glühbirne oder was auch immer. Aber es gibt eine gute Nachricht. Diese umständliche Sucherei könnte sich bald erledigt haben. Die Fachmesse Eurozis in Düsseldorf, die lässt hoffen. 400 verschiedene Druckerpatronen im Regal und nur eine davon ist die richtige. Anstatt lange zu suchen, hilft die Findbox dabei, schnell zu finden. Einfach die alte Patrone in den Scanner legen und schon zeigt einem der Computer an, an welcher Stelle die gesuchte Patrone ist. Ein Service, den einige Händler wie Werner Jankers schon heute ihren Kunden bieten und nicht mehr missen wollen. In der Vergangenheit sind die Kunden gekommen, haben entweder ein Stückchen Pappe gehabt, wo die Tintenpatronennummer drauf stand, oder ihre Patrone mitgehabt oder einen Zettel draufstehen gehabt, welchen Drucker sie zu Hause haben. Und dann begann in der Regel die Sucherei am Regal. Von links nach rechts, von oben nach unten, was sehr kompliziert und zeitaufwendig war. 2,5 Jahre haben die Entwickler an dem Gerät getüftelt. Ab heute stellen sie ihre Erfindung auf Europas führender Fachmesse für Einzelhändler vor, der Eurozis. Das Besondere, das System kann nicht nur Druckerpatronen scannen, sondern zum Beispiel auch Birnen oder jedes andere einprogrammierte Produkt. Ja, wir sind gerade an einer spannenden Geschichte dran, auf die mich meine Frau gebracht hat. Das war ein Nagellackfinder. Welcher Nagellack passt zu welcher Bluse? Und da sind wir jetzt am Spinnen dran, dass man die Hand runterhält, den Hauttyp erkennen, dann den richtigen Nagellack dazu finden. Also ganz verrückte Dinge. Wir machen es auch für den Schraubenmarkt und viele weitere Themen, die da kommen. Da haben wir noch Spannendes in der Kiste. Auch das Einkaufen im Supermarkt soll in Zukunft noch komfortabler werden. Dieser Einkaufswagen aus Portugal erkennt die individuelle Körperform des Kunden und folgt diesem beim Einkaufen. Im Moment wird einer der 4.000 Euro teuren Prototypen unter Realbedingungen in verschiedenen Supermärkten getestet. Wer in die Umkleide die falsche Größe mitgenommen hat, dem kann dieses Computerterminal helfen. Denn es ist mit den Tablets vernetzt, die die Verkäufer bei sich tragen. Der Kunde muss nur noch den Barcode des Kleidungsstückes einscannen, das ihm nicht passt. Und dann sieht er den Artikel und braucht dann nur sagen, ob jetzt der Artikel gepasst hat oder ob er zu klein oder zu groß ist. Und wenn er zum Beispiel auf zu klein geht, dann sieht er sofort in der Kabine, in welchen Größen gibt es denn den Artikel noch. Und er kann ihn dann auch direkt bestellen. Das heißt, parallel bekommt ein Verkäufer die Benachrichtigung, bring doch diesen Artikel in der größeren Größe in dem Fall. Noch bis übermorgen stellen über 400 Aussteller ihre Neuheiten auf der Eurozis vor. Alle mit dem Ziel, dass Einkaufen für den Kunden in Zukunft noch bequemer wird. Alles